Ja, jetzt versuchen wir es wirklich. Wir fahren den gesperrten Isarrad hoch. Das soll man natürlich niemandem erzählen. 100 Meter tief runter. Das ist schon echt sehenswert. Absolut, ja. Und insofern hat er mich schon ziemlich beeindruckt. Wir haben es geschafft. Hey. Wir haben es geschafft. Ja. Also, die ersten Meter, ne? Das Wetter ist halt jetzt nicht so schön, aber wir sind jetzt endlich auf dem ersten Kilometer. Wir haben damit gerechnet, loslegen. Oder? Ja. Also irgendwie Regen war klar, hatten wir gar keine andere Möglichkeit. Und ja. Aber wir sind drauf. Jetzt geht es noch bergauf und hoffentlich über die Wolken drüber. Und dann sehen wir mal, dass wir es auf die Strecke kriegen. Wer fährt voraus? Der schneller startet. Der schneller ist.
schon am Straßenrand so richtig dicken, fetten Felsen liegen sehen. Das ist echt der Kram, vor dem man hier dann höllisch aufpassen muss. Was überlegt ihr denn? Ob das der Pass war, den wir verpasst haben. Genau. Wir schauen mal jetzt gerade. Also wir haben die Pässe durch. Genau, also wir haben jetzt mal nochmal die Karten angeguckt, die wir uns vorher vorbereitet sind, vorbereitet haben. Wir sind ja jetzt hier in diesem Saint Jean Drive oder wie es heißt. Und unsere Nachrichten hätten uns ja der Corbier, den wir jetzt vorhin gesehen haben, der geht hier lang. Ja. Und jetzt haben wir gerade mal geguckt, also das ist der Colombier, den wir auf der Liste stehen haben. Und Colombier versus Corbier. Oh. Genau. Also die zwei auf jeden Fall nicht auf der Route. Genau, richtig. Also wir halten uns an Google Maps Navigation und sind auf jeden Fall auf der richtigen Strecke. Genau, also alles, was wir rausgesucht haben, passt noch. Ja. Noch haben wir keinen Pass bezwungen, leider. Genau. Geht's für dich? Ja, es geht schon. War anstrengend. Aber es ist echt so gut. Ja. Wenn man überlegt, der Colombier ist jetzt gerade mal der zweite Pass hier auf der Route. Also einer der unbedeutenden eigentlich. Ist aber schon sehr kurvenreich. Also Gian, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich fand jetzt allein diese Kurven schon ein ziemlich geiles Vorspiel, oder? Oh ja, ich will gar nicht wissen, was uns da alles erwartet noch. Die Aussicht. Wahnsinn. Highlights hatten wir letztes Mal erst auf dem letzten Stück. Ne? War der Hammer. Und wir haben ja gerade mal angefangen. Col de la Colombier. Das ist jetzt der zweite Pass. Ja. Der zweite keine Pass. Vegetation mehr, keine Bäume, kein gar nichts. Das ist der Hammer, echt. Der zweite und Pass und dann schon so einfahren. Oh. Ja, ne? Und keine Autos. Überhaupt gar nichts. Das ist unglaublich, ja. Ja, die Sicht ist halt ein bisschen bescheiden jetzt heute. Aber der große Vorteil ist, wir sind quasi allein unterwegs. Ne?
Ja, und vielleicht am nächsten sind wir schon über den Wolken oder über dem Nebel. Und wenn ich überlege, was wir jetzt gerade so eben da drüben aber auch schon durchs Tal für eine Aussicht hatten, die Felsen, das ist irgendwie echt, man merkt echt jetzt, man ist in einer anderen Welt. Man ist wirklich jetzt in einer anderen Welt. So zwischen den Wolken sieht man so ein bisschen den Schnee durch. Es ist traumhaft. Genau, jetzt bin ich im Roadtrip-Feeling. Jetzt ist es alles angekommen. Wenn jetzt noch dein V8 nicht laufen würde, könnten wir auch die Stille hören. Absolut kein gar nichts, kein Tier, kein gar nichts. Ey. Das ist so geil. Weiß ich, sollen wir mal hochgehen? Ja, gerne. Oder? Gehen wir hoch. Aber ich hole mir erst noch die Jacke. Aufpassen, hier ist rutschig. Weißt du, wenn jetzt noch das Wetter ein bisschen besser wäre, dann kann man hier offen hochfahren. Und wir hatten gerade schon die ersten Felswände. Aber ganz im Ernst, die Felswände, die brauche ich eigentlich nur für die Akustik. Ja klar, aber dann noch offen fahren. Es ist so schon. Ne, beim RS5 hinten die Fenster runter, bei dir die Heckscheibe im R8 runter. Das ist der Hammer, dann wie das von den Felswänden. Ja klar, seid ihr da gestern nicht drauf gekommen oder was? Nee, nicht drauf gekommen. Ja, ich finde das sehr sympathisch hier mit dieser Finishline da. Ne? Diese Start-Ziellinie, wenn du da so drüber fährst. Hast du das Gefühl? Da müsste noch jemand mit der Wasserflaschen stehen und am Beifahrerfenster raus lang und das Ding schnappen. Ja, Tour de France geht hier auch drüber, ne? Ja. Zumindest oft. Aber jetzt merkt man so zum ersten Mal diese Faszination dieser Route, die französische Alpen. Ja, da steht 1618 Meter. Der nächste, ist der höher oder weißt du das zufällig? Keine Ahnung. Lassen wir uns mal überraschen, oder? Okay, weiter geht's. Mal schauen, kann auch hier sein. Irgendwas raschelt ziemlich laut. Kann auch sein, dass im Reifen irgendwas drin ist, ne? So von der Frequenz her. Ja, es klang nach Reifengeräusch, also so klack, 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 klack. Ja, genau. Also vielleicht ist es einfach ein Steinchen, aber es war schon echt verflucht laut. Oder wie bei mir damals letztes Jahr im R8 eine Schraube. Ja, das wäre natürlich super. Ja. Nee, hier ist aber nichts. Siehst du was? Nee. Es war auf jeden Fall, also ich würde es hinten rechts vermuten, aber kannst du mal so ganz, ganz langsam, du hast ja eine Rückfahrkamera, einfach zurückrollen? Vorne mal gucken. Ich fahre mal da rechts ein bisschen rein. Ja. Ha! Hast du was? Also, der Stein hier hat gerade zumindest den Profilblock ganz schön zugerichtet. Also gehen wir mal davon aus, dass es das ist. Ne? Warte mal. Schau dir den mal an. Also hier, das, das ist alle zwei Blöcke so, das Profil hier. Also hier, da war einer drin, aber das sah dann nur so aus. Das, okay. Vor allem, das eigentlich seltsame ist ja, dass es nur in der Kurve war. Ne? Ja. Und wenn es wirklich im Profil ein Steinchen wäre, wäre das nicht in der Kurve. Wäre das auch auf Wobei man, glaube ich, also wir hatten vorhin auch schon mal so ein bisschen irgendwie was gehört, aber das war dann auch teilweise geradeaus. Hauptsache, man hatte halt rechts eine Wand gehabt. Ja, dann fahren wir erstmal weiter. Ne? Ja, okay, also ich weiß es nicht. Ne? Also ich glaube nicht, dass es das Steinchen war. Ich habe gerade mal so ein bisschen wilder eingelenkt und das ist immer noch da. Und das ist auch kein so dieses typische Klack, 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 klack von einem Steinchen, sondern das ist echt so ein Flattern, als ob irgendwas gegen das Rad so, irgendwas Flexibles gegen das Rad schlägt. Ne, hier. Hörst du? Jetzt hörst du nicht dann. Warte, bei der nächsten Kurve zeige ich nochmal. Im Moment kann man da gar nicht rangehen, weil die Bremsen so heiß sind, dass man sich direkt die Hände verblüht. Ne? Also wir müssen, wenn wir Pause machen oder was, müssen wir dann mal ein bisschen das Rad einschlagen. Ja. Gucken, ob da irgendwas schleift oder so. Ich schlag mal jetzt richtig kann auch sein. Ja, okay, ich hab's gehört. Ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein Ästchen oder so kann es auch sein, theoretisch, dass da irgendwo hinter der Bremse klemmt. Ich hab mir ein Eichhörnchen überfahren. Ich klappe es mit seinem Schwanz da. Thank you.
vor allem übelster Steinschlag gerade. Das sind hier rein. Scheiß Auto. Wie geht's? Achtung, Kuhalarm! Scheiße, ey. Ey, schon wieder so. Boah, John, Alter, das sifft hier so dermaßen rein, das ganze Wasser, was von euch auf die Windschutzscheibe kommt, das läuft wie ein Regenschwall hier ins Auto. Wir fahren jetzt langsam. Ja, sag dir, dass ach du Kacke. Scheiße, die Kühe laufen beim RS5 mit. Ach du Scheiße, ich stehe nicht auf dem Herdentier RS5. Mensch, Can, du bist kein Schäferhund. Und du fährst auch keinen. Hör mal, das kann ich doch wohl. Mach den Dach zu, wenn da das Gegenverkehr ist, dann landet ein Kuh auf uns, ja? Ich glaube, ihr treibt jetzt den ganzen Berg hoch. Das Auto kommt da vorne, mach mal den Auto. Ja, mitten rein in den Weg, jawoll. Oh Mann. Die wissen auch nicht so recht, wo sie hin wollen. Hat hier jemand ein bisschen Weideerfahrung, was das Führen von Kühen angeht? Deswegen schmeckt der so wahrscheinlich, wie er schmeckt, weil die so unter Stress sind, weil sie hier von RS5 fast über den Haufen gefahren werden. Ja, das klingt plausibel. Der Adrenalin macht den speziellen Geschmack in der Milch und im Käse. Ich bin nicht sicher, ob wir sie gerade nicht wirklich irgendwo Falsches hintreiben. In den Tod zum Beispiel. Also so wird das irgendwie nichts. Ich glaub's ja nicht. Q7 räumt uns die Straße frei. Ich glaub's nicht. Hat der wirklich gerade uns hier die Straße leer geräumt? Meine Güte. Was war das denn jetzt? Die Kühe, ein Hoch auf die Quattro, würde ich jetzt erstmal sagen. Ja, Kühe. Ja, Kühe. Ja, der Sand, der hier liegt, der war echt fies. Wenn das in der Kurve ist, ist echt Sense. Ja, das, der Schotterkram, das geht gar nicht. Ja. Aber Hauptsache, die Kühe sind dabei. Lass mal gucken. Die Kühe, die waren ja echt der Burner. Ne? Nichts von wegen Platz machen oder so. Nö, ich geh schön fleißig mit dir das Tal hoch. Guck mal da hinten. Da will ich eigentlich jetzt hochfahren. Aber ich glaube, langsam geht es wieder runter, ne? Wir haben da noch. Ich will da hochfahren. Und da fahren wir, glaube ich, auch gleich hoch. Da hinten? Ja. Siehst du das? Wie da die Straße. Ich habe im Navi gesehen, da hinten geht es dann, da wo die Autos fahren, so einmal so ums Tal rum und dann da, wo das Haus, dieses Haus steht, wahrscheinlich dann so hoch. Und dann geht es da hoch und dann schlängelt sich da in die Wand gemeißelt den Berg hoch. Ja. Das wird dann der Col de Roseland. Oder Roseland oder Rüss. Weißt du, der Name ist eigentlich ziemlich egal. Ja. Hauptsache, gute Kurven. Der Name ist egal, ich bin mir ziemlich sicher, er wird ganz, ganz schön werden. Ja, lass loslegen. Essen wollten wir auch, aber egal. Es gibt Wichtigeres. Essen, ja. Geht auch heute Abend wieder. Fährst du wieder voraus? Ja, jetzt kann ich wieder übernehmen, ja? Okay.
bei den Spoiler ausfahren wegen der Sicherheit. Man will irgendwie gar nicht glauben, dass das wirklich eine richtige Passstraße ist, ne? Das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, Viehweg oder sowas. Biker was not amused. Ja, und danke Beaufortin, es war wirklich auch schön mit dir. Ja, Sebastian, was jetzt? Fahren oder nicht fahren? Riskieren wir Zeit zu verlieren und bis in die Nacht zu fahren oder? Die zu verhindern, dass es regnet, bevor wir die Zelte aufgebaut haben. Und diesen ganzen Sachen und zu essen hatten wir auch noch nichts. Sehr spät angekommen. Genau. Und den Abschied haben wir in Kauf genommen, einfach weil Canyons sind so das Geilste überhaupt zu fahren. Und der ist auch wirklich Hammer. Also hier mit den Tunneln, die hier in den Stein geschlagen.